Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Heute gehen wir weiter in den Katakomben entlang zum Wunderwald. Auch wenn ich nicht weiß, wie ich da reinkommen soll. Einen Moment noch. Bubuma sagte, wenn man hier drückt, wird ein Geheimgang sichtbar. Ich hab's. Ah. Und so komme ich auch zum Orden. Ausweich erhalten. Marios Verteidigung steigt bei erfolgreichem Entry-Kommando um ein. Ja, bitte. Auch zwei. Okay, beim nächsten Level abkommen Orden. Durch diese Röhre gelangt man in unserem Wunderwald. Na komm schon, beeilt euch. Markiert die Stelle. Kapitel 2. Der Baum der Bubus. Der Wunderwald. Dies ist der Wunderwald, wirklich ziemlich wundersam. Und in irgendeinem großen Baum hier soll sich das Sternjuwel befinden. Nur noch ein kleines Stück, dann sehen wir schon den großen Baum. Bubuma, Stammälteste und all die anderen warten dort schon auf uns. Ach und natürlich auch meine kleine Schwester, also gehen wir. Was hast du denn zu sagen? Das ist der Wunderwald. Ein märchenhafter Ort, wie aus einem Bilderbuch. Fast schon so schön, um nicht unheimlich zu sein. Na los, an die Arbeit. Barbara, du hast verstanden, was unsere Aufgabe ist, oder? Mario finden und ihm die Karte abjagen, die uns zu den Sternjuwelen führt. Und dann machen wir Mario und seine Kumpane einfach fertig, oder? Also nach meiner Information müsste Mario bald hier vorbeikommen. Du lauerst ihm auf und greifst dir die Karte. Hm? Barbara, was versuchst du da eigentlich zu verstecken? Oh, das hier, das habe ich gerade an dem Baum da drüben gefunden. Ist dieses Collier nicht wirklich wunderbar? Da konnte ich einfach nicht widerstehen. Also wirklich, gib doch nicht immer alles von der Straße auf. Abgesehen davon, es gibt wichtige Dinge zu tun, meine liebe Barbara. Sag mal die Zeichnung, die uns Crucius von diesem Mario gegeben hat. Was? Ich habe die Zeichnung nicht, wirklich. Die wichtigen Sachen nimmst doch immer du. So ein Unsinn, ich habe sie nicht. Du solltest sie nehmen. Du Versagerin, und jetzt willst du mir die Schuld in die Schuhe schieben? Aber... Brunhilda? Was willst du denn jetzt schon wieder, Roberta? Was, ein Kerl mit einem Schnauzer? So etwas haben wir jetzt wirklich keine Zeit. Spar dir das für später. Und was dich angeht, Barbara... Ich kann es wirklich nicht fassen. Du hast die Zeichnung verschlammt. Aber ich, glaub mir, ich hab sie nicht. Schweig, du unfähige Hexe. Es reicht, wie kannst du es wagen, mir auch noch so zu widersprechen? Oh, deine Freche verdient eine harte Bestrafung. Und deshalb gehört das Collier, das du gerade gefunden hast, jetzt mir. Aber Brunhilda... Das ist so ungerecht. Anscheinend ist sie das bevorzugte Opfer der Schikane ihrer Schwester. Ob sie wirklich die Zeichnung verschlammt hat? Was für eine Zeichnung überhaupt?
Launische Viper gibt es wirklich überall. Aber dieses hier pickt immer nur auf denselben Opfer herum. Schrecklich, oder? Oder glaubst du, dass sie dafür einen Grund hat? Ob sie wohl ein Sandwich-Kind ist? Sie ist ja eher still. Man hat gar keine Ahnung, was in ihrem Kopf vor sich geht. Das ist so gemein. Du... Was ist du, Wurzelzwerg? Verschwinde, du störst. Hörst du schlecht? Da hinten war ja auch ein Baum, ne? Du müsst erstmal wieder Bäume hauen. Kann ja sein, dass da Items runterfallen. Wie ein Schäfchen. Hab aber keinen Platz mehr. Honigbuben sind eigentlich so gut. Komm, kein Mysterium weg. Jetzt Mysterium. Nee. Mm-mm. Mal speichern. Euch kenne ich auch noch. Machen aber auch keinen Schaden. Vielleicht mit dem Powerhauer? Ja, mit dem Powerhauer. Okay. Technik. Scanner. Ein Quirk. Das ist ein Quirk. Quirks sind fiese, stachelige Steinmonster. Maximal KP 2, Angriffskraft 2, Verteidigung 2. Ganz schön harte Burschen. Feuerattacken haben keine Wirkung, aber andere Items sind wohl recht hilfreich. Wenn aber alles nicht hilft, ist doch bei diesem Typen wirklich keine Schande. Autsch. Ich wollte eigentlich blocken, kontern, aber okay. Aber wir haben ja eh bald wieder ein Level Up, von daher. Mal hier draufhauen, hier draufhauen. So, Erstangriff erfolgreich. So, dann nochmal mit dem Hammer. Und du kannst scannen. Das ist eine Piranha-Pflanze, eine fleischfressende Pflanze, die du gut kennst, oder? Ihre Farbe hat sie wohl der Umgebung angepasst. Ein Wunder der Natur. Im Wunderwald. Maximale KP 4, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Wenn du auf diesen Pflanzen springst, beißen sie zu. Vermeide also Sprungattacken. Aua. Powerhauer. Mist. Feuerpflanze möchte ich schon noch behalten, deswegen kannst du mal die Verteidigung machen. Mist, ich drück, glaube ich, immer zu spät. Da hinten ist Honigsirup, dann setze ich das direkt einmal ein, auch wenn ich eh gleich ein Level Up habe. Dachtest du dir so, hm? Ach du liebes bisschen.
So, dann einmal bitte tauschen. Au. Glaube ich halt eben. Und du kannst Powerpanzer machen. Mist. Soll ich da den B-Knopf drücken? Mehr Erfahrungspunkte, nice. Level up. Bombenpunkte. So, dann können wir schon mal den Ausfächer reinmachen und Moment nicht. Jetzt haben wir jetzt zweimal Kampfrausch. Immer noch den Multisprung mit rein. So, da drüben, der große Baum da. Das ist der Baum, in dem wir Bubus leben. Aber leider nicht nur wir, sondern auch Picatus und Faudulas. Also los, Mario, mir nach. Warte, hier ist noch was. Ein Hotelgutschein. Komm, kann am Pilz weg. Hallo, ich bin Händler. Ich habe jede Menge brandneuer Waren im Angebot. Und du solltest gut vorbereitet sein. Du weißt nicht, was auf dich noch kommt. Kommt. Ich gehe mal hier mal kurz lang. Ja, gut. Nee. Der muss man, glaube ich, eh später hin. Also von daher. Gehen wir erstmal zum Bäumchen. Der Lutschen. Nein, ich weiß nicht, ob der da rein. Ach Mensch. Der große Baum. Ja, sehr stylisch alles aus hier. Dann kann ich hier hochlaufen. Tatsache. Und irgendwo ein Sternsplitter versteckt. Dein Orden. Erhöht die gesamte PP um 5. Dann nehme ich BP Plus.
Seht nur, diese Tür. Die war hier früher noch nicht. Und sie geht nicht auf. Dabei dachte ich, jetzt könnten wir sie alle retten. Ich glaube, jemand hilft jetzt nicht. Jemand hilft jetzt nicht. Also, was sollen wir tun? Ich hab's. Mario, hier drüben. Bumbo hat vor langer Zeit etwas von einem Geheimgang erzählt, der ins Innere führt. So kommen wir rein. Aber wie sollen wir diesen Eingang noch finden? Was können wir nur tun? Wenn er so geheim ist, wie sollen wir den Eingang denn dann finden? Bei dem Eingang ist dieses unsichtbare Ding, das wir beseitigen müssen. Aber wie sollen wir etwas beseitigen, das wir nicht sehen können? Ich hab's. Erona. Madame Eronas Künste werden uns bestimmt weiterhelfen. Madame Erona ist eine stattliche und betörende Dame, die hier im Wald lebt. Sie ist ein Wolkengeist und sie herrscht über die Winde. Bestimmt kann sie dieses unsichtbare Ding einfach wegblasen. Madame Eronas Haus liegt ganz tief im Wald. Wir gehen den gleichen Weg zurück, den wir gekommen sind, und dann zu ihr. Ach, dieser Wald ist wirklich ganz bezaubernd. Hier ein Haus zu bauen war die beste Idee, die ich je hatte. Diese Ruhe, der Frieden. Es ist alles ganz anders als damals. Kein Pomp und überflüssiger Luxus. Jeder Tag hier gibt mir neue Lebenskraft, neue Energie. Und mit jedem Tag sehe ich frischer aus, fühle mich jünger. Ach, die kleinen Bubus aus dem Baum sind auch wirklich ganz liebreizend. Aber bleibe ich noch lange hier, wird die Sehnsucht nach Leben mich verzehren. Ach, diese schillernde Welt des Theaters, wie könnte ich sie je vergessen? Ohne jeden Zweifel, die Schauspielerei ist und bleibt doch meine Berufung. Aber vor meinem Comeback sollte ich Körper und Geist noch etwas in Form bringen. Ein bisschen Make-up unterstreicht meinen natürlichen Liebreiz. Oh. Brock, schwere Not. Es ist weg. Verschwunden. Mein. Wir reden nicht darüber. Ich habe meinen Sprung verloren. Ich habe auch was verloren. Wir kommen zu Aronas Haus, wenn wir von hier aus immer geradeaus gehen. Das ist ein Sternsplitter. Erster Angriff erfolgreich. Powerhauer. Würde einmal tauschen auf Gumprina. Und scannen. Das ist ein Stratox. Diese Gewitterwolken sind ziemlich gemein. Maximale KP 3, Angriffskraft 2. Wenn ein Stratox elektrisch geladen ist, solltest du ihn besser nicht angreifen. Oh, wenn du verstehst, was ich meine, Pritze. Nach dem Aufflammen von Gewitterattacken besiege die Dinger lieber schnell. Okay. Lass dich tatsächlich mal, um den zu besiegen, eine Feuerblume ein.
einmal gegen alle Bäume schlagen. So, erster Angriff erfolgreich. Und du kannst auch eine Kopfnuss machen. Hey, ich bin die Viehzahn Gegner. Ach, hab doch. Ich hab tatsächlich noch. Platz im Item, das hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Okay. Hallo, schön. Jetzt bin ich hier. Ich möchte gerne da hoch. Da ist noch was. Warte kurz. Das nehme ich gerne mit. Das ist eine Insignia. Tipp. So. Perfekt gelandet. Erdbeben. Boah, ich krieg so geile Orden. Bei. Ich glaube, ich setze erstmal Herzlein ab. Andererseits ist es halt eben auch ein nice Herzlein drin zu haben. Dann mache ich mal Power Downs weg. Dann setze ich Multisprung ein. So. Mist, ich wollte eigentlich zuerst angreifen. B0. Jetzt packe ich die Konter-Skills aus. Immer schön gegen Bäume schlagen, man weiß nie, was rauskommt. Ich kann da hinten lang. Hier kann ich mich für 7 Münzen heilen. Wie kommt ihr bitte?
Oh, den Sternsplitter habe ich gar nicht gesehen. Hallöchen, jemand zu Hause? Entschuldigung. Scheint nicht da zu sein. Vielleicht geht sie ja gerade im Wald spazieren. Gut, aber ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, aufgrund dessen, dass die letzte Folge schon wieder ziemlich lang war, würde ich hier einen Cut machen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Bis dahin, tüdelü.